wo waren wir stehen geblieben? Wie gesagt, ich möchte den Firmennamen einfach nicht zeigen und man weiß ja nie. Obwohl, es ist alles in Ordnung, der Firma, alles gut, ne? das soll nicht das Problem sein. Und ich fahre aber grundsätzlich, ist unsere Spedition, die fährt für Hermes. Also manche, viele glauben, ich fahre für Hermes direkt, aber nein, es ist eine Spedition. Eine von vielen, die für Hermes fährt. Das ist nun mal so. Und ich fahre Container, zwei Container immer durch die Gegend. Wechselbrücken heißen die Dinger. Brücken zeige ich euch aber auch gleich noch bald, später diese Woche über und so weiter. Weil jetzt war ich ja eben solo unterwegs. Nein, nicht solo. Solo heißt ohne Anhänger. Und den habe ich ja nun dran. Ne? Also ohne Brücken bin ich halt unterwegs. Falls ich mich noch irgendwie vorstellen muss, Sascha, 36, wie gesagt, ein Ostvandale und so. Und ich fahre LKW seit... Ich habe 2000 meinen Führerschein für PKW gemacht und 2005 den LKW-Führerschein. Habe da 4,5 Jahre für Hermes schon gefahren. Bin da sehr glücklich. Muss nämlich nicht beladen und entladen. Das ist das, warum ich hier bin. Und ich habe das, wie gesagt, 4,5 Jahre gemacht. Dann habe ich 3 Jahre Müllwagen gefahren. Da habe ich aber kein Geld verdient. Und habe immer mehr Miese gemacht. Und bin dann wieder jetzt im 4. Jahr. Ist das richtig? Ist das schon wieder das 4. Jahr, Donnerwetter tatsächlich, das 4. Jahr im Fernverkehr schon wieder unterwegs, weil es ja einfach nicht mehr Geld gibt, aber die Spesen machen es denn. Ne? Jeder Tag, jede 24 Stunden Abwesenheit von zu Hause, geben 24 Euro steuerfrei, kriege ich die. Und ja, jetzt kommen wieder die wilden Diskussionen unter dem Video, von wegen, nein, das sind Spesen, die musst du verfressen, bla bla bla, die kannst du nicht in dein Gehalt einrechnen, die rechne ich auch nicht in mein Gehalt rein. Aber diese 400 Euro, die es im Monat werden, 450 können es werden, je nachdem, wie lange man halt draußen geblieben ist und so weiter. Ne? Und aber ich brauche die zum Leben. Ne? Also das Geld brauche ich schon zum Leben. Ich kann es nicht auf einer Raststätte total verfressen jeden Tag oder Autohof, wo jeder Parkplatz 10 Euro gebührt geht, kann ich nicht. Und jetzt reden wir, ich lasse hier komplett außer Acht, dass ich noch mit YouTube Geld verdiene. Natürlich verdiene ich mit YouTube Geld und das ist auch mittlerweile nicht mehr wenig. Ich habe aktuell, weiß ich nicht, 82.000, genau, stimmt, gestern, vorgestern 82.000 Abonnenten geknackt und meine Videos werden jedes Wochenende, jeden Samstag 0 Uhr mache ich ja meinen Kram, Sascha auf LKW-Tour, wer das noch nicht gefunden hat. Und die Videos werden 50.000-fach geklickt. Also alle Abonnenten gucken ewig nicht, sowieso nicht immer zu und so. Die Abonnenten gehen mir persönlich auch fast am Arsch vorbei. Ist eine schöne Zahl, aber letzten Endes zählen die Aufrufe. Was nutzen mir, wie bei anderen Leuten, 1 Million Abonnenten und die Videos werden nur 50.000 Mal aufgerufen. Was ist das für ein Schnitt, ne? Geld verdienen kannst du nur mit den Aufrufen. Alles andere ist Pillepalle. So, aber auf jeden Fall. Das lasse ich komplett außer Acht, natürlich. Seit ich YouTube mache, kann ich mir erheblich mehr leisten. Ich habe diese Kamera hier in der Hand. Canon Ixus 285HS, eine kleine. Die habe ich mir letztens gekauft. Ich habe noch eine schöne, große, fette Kamera für 800 Euro mir gekauft. Auch eine Canon M50, wenn ich jetzt lügen müsste. Die ist aber nicht hier, die ist für zu Hause. Und so, dann habe ich noch eine GoPro 500, Quatsch, eine GoPro 5 Black Edition. Die hat 400 gekostet oder 380, als ich sie gekauft habe. Und das sind alles so eine Sachen, die hätte ich mir niemals leisten können ohne YouTube. Mein Laptop, 1300 Euro. Das hört sich jetzt an, als wenn ich hier mit meinen Sachen angeben würde. Finde ich jetzt gerade auch blöd, aber ich kann es nicht ändern. Ist halt so. Ich habe eine Dashcam gekauft, die taugt, 219 Euro und so eine Scheiße. GPS-Empfänger nochmal 30 extra und. Das sind alles Sachen, die man da wieder abziehen muss. Und dann gibt es noch andere Ausgaben, wie zum Beispiel Internet, habe ich 2 Verträge hier und so eine ganze Scheiße. Das zählt aber alles nicht in diese Berechnung mit rein. Ich rechne, wenn ich sage, ich verdiene nicht viel Geld, weil ich LKW-Fahrer bin, dann verdiene ich nicht viel Geld, weil ich LKW-Fahrer bin. Ne? Und das hat mit YouTube nichts zu tun. Dieses YouTube ist irgendwann vorbei. Ich werde nicht ewig LKW fahren und Dashcam und irgendwann interessiert sich da kein Schwein mehr für. Gehe ich jedenfalls stark von aus. Obwohl es ja schon länger läuft, als ich dachte. Ne? Und immer noch so viele zugucken. Aber... Ne? Wie gesagt, ein LKW-Fahrer verdient nicht, wer weiß wie viel. Und auf dem Konto habe ich nicht die 2 vorne vor. Inklusive allem. Sage ich euch, wie es ist. Da steht keine 2 vorne.
Auch wenn jetzt viele wieder sagen werden, dafür würde ich nicht mal aufstehen, unter 5000 geht gar nichts. Und so, ja, meinetwegen, labert. Ihr könnt meinetwegen so viel labern, wie ihr wollt. Hier ist die Realität im Gange. Und auch hier mit den Schuhen im LKW und so, ihr werdet meckern, aber würde ich nie machen. Ja, mach doch nicht. Lass es ja auch sein. Aber wie ich in meinem LKW sitze und mich wohlfühle, das ist mir überlassen. Ihr könnt da sagen und labern, was ihr wollt. Ich kenne das ja alles schon von den alten, von der alten Doku. Ne? Da kommen Kommentare, da hättest du im Leben nicht mit gerechnet, wo die Leute sich dran hochziehen, was die für Probleme haben. Das interessiert mich alles gar nicht. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Wenn hier Staub hinterm Sitz liegt, ist mir das herzlichst egal. Dann nehme ich mir die Pustepistole nach 3 Tagen oder und puste es weg oder was. Ich bin hier nicht jemand wie andere, die bei jeder Pause anhalten und erstmal eine Dreiviertelstunde den LKW sauber machen, Felgen putzen oder was weiß ich. Werdet ihr bei mir nicht sehen. Werdet ihr bei den allermeisten LKW-Fahrern nicht sehen. Wo ich noch Verständnis für habe, wenn sie ihre Schuhe ausziehen im Tritt und ohne Schuhe hier reingehen und so weiter. Aber hier, die Leute, die ihr im Fernsehen seht, ne, die ihre Felgen putzen in der Pause, sowas gibt's nicht. Also das ist selten. Ne? Das sind wirklich nur diese Edeltrucker. Ne? Und wie gesagt, ich gehe hier auch mit Schuhen in LKW rein. Hier klebt nichts. Auch der alte LKW, da klebte nichts oder was. Also das ist Staub hast du in deinem Sitz gefunden. Natürlich wird man hier auch irgendwann finden und so. Aber das ist nichts, was mich stört. Und wenn es euch stört, müsst ihr da leider alleine mit klarkommen. So, erstmal das ganze Geschimpfe abgehakt. Wir sind Sonntag losgefahren. Sonntag losfahren ist immer ätzend. Wenn ich es euch mal erzählen möchte, morgens um 9 Uhr bin ich aufgestanden. Sonntagmorgen um 9. Ich bin jetzt Sonntag, sagen wir mal, 22 Uhr losgefahren. Das bedeutet, ich bin jetzt schon 13 Stunden wach. Wenn ich in Langenhagen bin, in Berlin gewesen bin und meine letzte Stelle habe ich Montagmittag um 12. Da bin ich wie lange auf gewesen? Genau. 24 Stunden sind es von Sonntag 9 Uhr vom Aufstehen bis Montag 9 Uhr plus die 3 Stunden, die mich noch erwarten werden. Genau. 27 Stunden werde ich wach gewesen sein, wenn ich Feierabend mache. Da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man einschläft. Richtig. Leg dich doch Sonntagnachmittag hin, Sascha. Das ist eine schöne Idee. Ich kann das nicht. Ich kann nicht schlafen. Ja, dann such dir doch einen anderen Job. Nein, mache ich nicht. Na, wieso? Warum soll ich mir einen anderen Job suchen? Ne? Das ist so selten und so, und zur Not lege ich mich unterwegs, irgendwie versuche ich mich irgendwo eine Stunde zu holen und mich hinzulegen. Hat bisher immer geklappt, bin noch nie zu spät gekommen deswegen und so weiter. Wenn es gar nicht mehr geht, dann wird angehalten, dann werden die Augen zugemacht und dann ist es halt so, ne? Dann ist auch der Termin egal, dann sind auch die Pakete hinten drauf egal. Es ist nichts so wichtig wie mein Leben oder das der Leute, die ich eventuell totfahren würde. Ja, hier ist viel Rechenschaft ablegen, wenn ihr es so nennen wollt, aber ich mache mittlerweile YouTube seit 4 Jahren. Ich weiß von vornherein schon, welche Kommentare kommen werden und möchte diesen ganzen Pappnasen, Schlaumeiern, Besserwissern, Nöselern und Weltverbesserern und was nicht alles, möchte ich direkt den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, klemmt's euch, echt, schiebt's euch sonst wohin. Ne? Es interessiert keinen, auch nicht mich. Ne? Und so weiter und so weiter. Aber natürlich, ne, kommentiert, was ihr wollt, ist natürlich klar, könnt ihr machen. Wenn es eine Sache ist, die nicht an jeder Ecke gefragt wird, dann kommentiere ich das wahrscheinlich auch. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich einfach, wenn diese Doku abgedreht ist, ausgestrahlt ist, ob ich dann alle Kommentare, die interessantesten, einfach nochmal zusammensuche, beantworte und davon dann nochmal einen extra Teil von mache, quasi so einen Teil nachreiche, wenn alles abgedreht ist. Fände ich vielleicht auch eine gute Idee, wo die ganzen Fragen und dann beantwortet werden oder halt die dämlichsten Kommentare beantwortet werden von mir oder halt so weiter, ne? Oder halt so weiter, genau, und so weiter und so fort und was weiß ich nicht noch alles. So, erstmal hier Wischer an, ich sehe nichts mehr. Also das machen wir auch so, wenn stellt Fragen und so weiter, ich werde die dann beantworten im letzten Video. Ich werde euch hier noch alles Mögliche zeigen, was in meinen Schränken drin ist und so, oben und links und rechts und überhaupt. Aber es bringt jetzt nichts zu filmen. Bei Hermes fährt man sehr viel nachts, das ist aber auch nun mal so. Deswegen habe ich, wie gesagt, diese Kamera mit, weil die GoPro ist nachts kaum zu gebrauchen. Da siehst du nichts, die ist einfach mal schlecht. Diese hier hat leider nur einen kleinen Winkel, also so klein. Und das ist auch Käse.
die GoPro, die, da würdest du zum Beispiel jetzt hier links und rechts die Außenspiegel bald sehen können, ungefähr so, so breit, so ein Weitwinkel hat die. Das geht hier natürlich nicht. Das ist ein bisschen doof, aber mein Gott, es wird schon gehen. So, und so in der Zwischenzeit mal, ein Witz zur Auflockerung. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt da wieder raus, Pony weg. Ja, so ist das. So, jetzt mache ich mal aus, jetzt fahre ich erstmal bis nach Langenhagen, die letzten 18 Kilometer stehen an. Und die Dashcam filmt. Der Sascha dreht, fährt, dreht am Rad, ich drehe wieder am Rad hier und bis denn. Schwuppdiwupp, Container drauf. Gut, ne? So, aber bevor ich jetzt losreite, das Wichtigste. Pinkeln. Das Wichtigste ist Fingerwaschen, das habe ich schon. Hier, guck mal. Das Lokus läuft hier teuer. Läuft Dauerfeuer, ne? Da muss man einfach nochmal drauf drücken, dann hört es auf. Und das läuft stundenlang. Und immer wieder. Ich habe das auch schon mal mit Fördner gesagt, das ist schon ein Jahr her. Mittlerweile ist es mir aber auch egal, ne? Schule Seife, guck. Kann man sich auch was zu fressen kaufen. Oder einen Kaffee ziehen. Aber ich habe jetzt kein Geld in der Hosentasche. Also geht's los. Koche ich meinen Kaffee unterwegs. Da steht das Ding. 18,75 Meter. Wie ihr gesehen habt, zwei volle Brücken aufgenommen. Und die fahre ich halt jetzt nach Berlin.
300 Kilometer. 10 habe ich schon hinter mir, aber ich wollte erst noch die Baustelle hinter mir bringen, weil in der Baustelle filmen ist dann doch doof. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und sowas. Das ist der Rüttelassistent, weil ich jetzt auf die weiße Linie gefahren bin. OMG. Und 1.30 Uhr soll ich eigentlich weggefahren haben. Es ist 0.22 Uhr schon. Also ich habe 1 Stunde und 20 Minuten. Ich bin ja schon ein bisschen unterwegs. Die habe ich auf jeden Fall schon mal im Sack. Und das ist auch gut so. Da fährt man extra ein bisschen früher los, wenn man weiß, welcher Kunde das ist. Und dann kann man da, und ob die Scheiße auch schon fertig ist. Und dann kann man da auch schon mal eher hinkommen. Und sich da seinen Kram schon mal früher wegholen. Also das ist schon mal eine Stunde, die ich auf jeden Fall irgendwo schlafen kann. Und bei Hermes ist es sowieso immer ein bisschen, oder ich sag jetzt mal, auf so einer Strecke ist eine Dreiviertelstunde oder Stunde Luft drin. Je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das bedeutet, rein rechnerisch habe ich vielleicht sogar schon 2 Stunden Zeit zum Schlafen. Das würde mich natürlich schon mal weit nach vorne bringen. Ne? Und wenn ich da in Berlin bin, dann muss ich da sogar wieder beladen werden. Ich bin ja wie gesagt bei Hermes, ich lade nicht selber. Ich lasse immer beladen, ich fahre ran an die Tore, dann werde ich B- oder entladen. Oder aber, so wie ihr es eben gesehen habt mit diesem Wechselbrückensystem, ich stelle volle leere ab, nehme volle auf oder stelle volle ab, nehme leere auf oder wie auch immer, wie es halt so sein muss. Ne? Das ist denn noch das meiste, dass ich eigentlich immer umbrücke, so heißt das. Weil Wechselbrücken, umbrücken. Ne? Abstellen und aufstellen, 4 Beine rausklappen, seht ihr alles noch. Zeige ich euch alles noch. Ich habe ja mittlerweile, wie gesagt, mehr Equipment. Ich werde auch bald, wenn ich denn, wollte ich alles schon fertig haben, wie gesagt, aber habe ich nicht, weil es hat das ganze Wochenende geregnet. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es erzählt habe, deswegen habe ich alles nicht vorbereitet. Ich hatte keinen Bock, da draußen im LKW, um den LKW rumzulaufen, um mich nass regnen zu lassen. Es hat Bindfäden geregnet. Ich dachte, da muss es dann auch eine andere Möglichkeit mal geben, unterwegs dann irgendwann. Aber dafür steht ja meine ganze Scheiße noch rum, der ganze Krempelkram liegt hier noch auf dem Bett. Die ganze Scheiße, die ich noch brauche und sowas alles. Das nervt. Aber irgendwann ist besser. Morgen. Nacht schlafen. Weil heute Nacht passiert wahrscheinlich nicht mehr viel. Aber morgen geht's dabei. In der Pause denn. Nein, ich stelle dann nicht auf Arbeitszeit um. So. Man darf auf YouTube keine Kennzeichen zeigen, das habe ich aber gemacht, habe dafür Strafe bezahlt. Dieses ist jetzt ein Re-Upload mit der zensierten Version.